Lied heisst jetzt «Über ihn Volkum», er sagt «Freiheit grenzenlos sein». Ob das wirklich stimmt, das erfahren wir heute, und zwar von der Pilotin Julie May. Salut! Eine junge Frau, die auf Kontrollgang von ihrer tonnenschweren Arbeitsgerät. Julie May ist Pilotin aus Leidenschaft und lebt damit den Träumberuf von vielen Kindern und Erwachsenen. Ist das schon von Kindheit an dein Träumberuf gewesen? Ich glaube schon, ja. Ich kann mich erinnern, mit 14-jährig, also wenn ich 14-jährig war, habe ich schon Schnuppertag gemacht in Unterwallis. Und da war ich schon voll begeistert. Aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, von wann genau. Aber ja. Das hat mich immer fasziniert, ja. Aber es war nicht mein Traumberuf, weil als Mädchen kannst du natürlich nicht von dem träumen. Und was sind vielleicht so die Fähigkeiten, die man als Pilotin haben? Als Pilotin musst du schon Unterschied zwischen rechts und links machen. Das ist noch gut. Und ja, du musst wirklich motiviert sein. Für deinen Weg zu machen, ja. Das ist sehr wichtig, aber nicht nur als Mädchen oder Frau. Es ist wichtig allgemein, weil es ist ein langer Weg, bis du darfst, so in einem Firma fliegen und so. Und du musst immer motiviert sein und Vollgas geben eigentlich. Und das ist ziemlich wichtig, die Motivation eigentlich und die Fähigkeit. Ich habe das Gefühl, es kommt beim Trainieren, wie alles. Wenn du immer dran bist und trainierst, es kommt gut, ja. Jetzt, du fliegst ja immer in unterschiedlichen Situationen, sei es Rettung oder so, wie heute eben Holz fliegen. Was ist vielleicht das, was dir am meisten Spass macht und warum? Ich bin schon Fan von Unterlast fliegen, weil es ist wirklich, also es ist nutzbar eigentlich. Du siehst das Resultat wirklich. Und als Pilot, ich finde das sehr challenging. Es ist wie, kannst nicht sagen wie ein Spiel, aber fast. Du bist voll fokussiert und du vergisst alles umherum und du hast die Chance jedes Mal, etwas präzise zu machen, und es ist nicht jedes Mal präzise. Und ja, das ist wirklich challenging und das habe ich sehr gerne. Motiviert und immer auf Zack. Jetzt noch schnell in den Helitank und ab geht's in den Wald. Heute steht nämlich Holzfliegen auf dem Programm. Das ist nur eines von vielen Einsatzgebieten der Julie May. Sie ist nämlich auch immer wieder für Schulungen, Rundflüge und Rettungen im Einsatz. Nach 119 geflogenen Beinen gibt es aber jetzt auf einmal Mittagspause. Warum machst du in 10 Jahren deinen Job immer noch mit so viel Leidenschaft, wie du jetzt gerade machst? Das weiss ich nicht. Das ist wie Liebe. Kannst du gar nicht erklären. Nein, es ist ein Virus. Es ist ein Virus. Nein, das ist wirklich super. Also ich habe das Gefühl, ich arbeite gar nicht. Es ist für mich fast schwieriger, frei zu haben, als zu arbeiten. Das stimmt. Also wenn du so eine Einstellung hast, wenn du gehst arbeiten, natürlich machst du das gerne. Und willst das ewig lang machen. Kommt die Faszination vielleicht auch schon irgendwas aus der Familie? Oder was ist der Anhaltspunkt? Wo bist du zum ersten Mal mit dem Heli in Berührung gekommen? Ich weiß nicht genau, weil in meiner Familie sind wir nicht wahnsinnig viel geflogen. Ich habe nur das gesehen eigentlich. Und das hat mich mega fasziniert. Das kann ich nicht wirklich erklären. Aber zum Beispiel, da, wenn du fragst, ein super Moment für mich. Also mega viel Spass. Es ist der Tag, ich durfte eigentlich für meinen Vater holzen. Weil ich war in einer anderen Firma, in Unterwallis. Und das hat er mir einen Auftrag gegeben. Und da durfte ich den ganzen Tag holzen. Mein Papa unten im Wald am Hinhängen und ich oben. Das für mich war wirklich ein riesiger Traum, so mit Papa zu fliegen. Er hat mir so viel geholfen, merci Papa.
Julie Mae und ihrer Grossliebe zu fliegen. Für mich ist Freiheit. Wenn du siehst, der Heli da steht und es ist ziemlich schwer, es 1300 Kilo und so, plötzlich tust du das an und es fliegt. Und du kannst überall gehen. Ich finde, ab und zu die Freiheit, die Möglichkeit, wie rein mit Helikopter, ist unglaublich.